Hallo, ist wieder der Sally von den Running Five und heute zeige ich euch einen Airwheel und der sieht so aus. So, zunächst mal für den Airwheel brauchen wir einen vernünftigen Radschlag. Weil ich ja so ein hässlicher Typ bin, ja, macht das jetzt mal eine süße Maus für uns. Okay, zunächst mal sucht ihr euch am besten eine gerade Linie oder stellt euch eine vor. In unserem Fall haben wir eine, die nutzen wir auch. Man setzt dann die Hände parallel zueinander, also auf die Linie. Danach kickt man dann mit dem hinteren Bein zuerst nach oben, das andere Bein folgt und die erste Hand verlässt die Linie und dann die letzte Hand. Ja, wenn ihr das mit dem Radschlag dann soweit drauf habt, dann versucht ihr das halt mit einer Hand. Am besten mit der hinteren, weil dann kriegt ihr schon so ein Gefühl von, wenn ihr die Hände weglässt. Und wenn ihr das dann soweit hingekriegt habt, dann baut ihr euch als Hilfsmittel am besten so eine Rampe, also so habe ich das gelernt, in Chinesien, Land of China. Und da macht ihr dann auch erstmal einen Radschlag ganz normal runter, dann auch wieder mit einer Hand und dann versucht ihr das dann halt ohne Hände und dabei solltet ihr dann darauf achten, dass ihr zum Beispiel möglichst am Rand abspringt, also nicht in der Mitte, sondern wirklich den Fuß am Rand absetzen und den Fuß dann auch durch, also das Bein durchstrecken, dass ihr quasi Sprungkraft nach oben habt und dann den Körper richtig mit Schmackes drehen. Ja. Also wenn ihr das jetzt soweit habt, solltet ihr noch darauf achten, dass ihr eure Körperspannung aufrechterhaltet und die Beine auch wirklich gestreckt lassen, weil sonst sieht es halt doof aus. Soweit so gut. Viel Spaß beim Üben. Der Move dauert lange, bis man den kann. Erfordert viel Geduld und lasst euch nicht entmutigen. Hier noch die letzten Tutorials. Und ja, wenn ihr das nun soweit habt, braucht ihr auch nachher zum Beispiel gar keinen Anlauf mehr nehmen. Könnt ihr den Airwheel auch einfach so aus dem Stand machen und zum Beispiel auch coole Kombos machen wie Airwheel, Flash Gainer und ja, ich gehe jetzt nach Hause pennen.